der 19. August und da hinten kommt die Sonne raus. So, jetzt brauche ich meine Schuhe. Eddie, komm. Ja, wir haben tatsächlich einen Tag des Wetters wegen und weil es hier auch so schön ist, verlängert. Und das ist echt so cool. Zelt auf, Hund raus. Und heute Morgen ist eine richtig schöne, kühle Luft. Der einzige Nachteil, wir hatten heute Nacht Gesundheit. Viele Mücken. Ja, jetzt werden wir hier gleich noch frühstücken. In unserem schönen Camping zu Hause. Es ist echt, also auch die Gastgeber hier sind so super nett. Also wir haben uns auch gestern noch Blümchen hingestellt. Und ach, ist einfach richtig schön. Und da ist schon die Sonne. Dann können wir nämlich heute im Trockenen abbauen. Viel Spaß mit unserem neuen Video. Schaut mal, wie lieb. Als wir kamen, war die Vase noch leer, weil die ja selber im Urlaub waren. Und jetzt sind hier schöne Gartenblümchen drin. Und ja, das ist wirklich ein Lieblingsplatz. Und ja, ich habe schon gesagt, wir kommen bestimmt wieder. Es ist einfach so ein schöner, ruhiger Ort zum Campen. Es macht einfach richtig, richtig Laune, hier zu sein. Ich hatte es auch auf Instagram schon gezeigt. Ich muss ein bisschen leise sprechen, die schlafen hier noch. Das ist das ultra coole Bad, was wir hier benutzen dürfen. Ich habe schon gesagt, das ist schöner als uns zu Hause. Unseres zu Hause. Ja, also richtig der Hammer. Mit Dusche, da gehe ich auch gleich nochmal rein. Sogar zwei Waschbecken. Ja, echt richtig cool. Die hat so einen tollen Geschmack. Mega. Die zwei, die haben sich hier gesucht und gefunden. Oder beziehungsweise nicht gesucht, aber gefunden. Das ist die Hündin hier vom Hof. Und die zwei, die haben sich ineinander verliebt, glaube ich. Ja, fein macht ihr das. Die sind so süß miteinander, ehrlich. So richtig goldig. Und ja, ich liebe ja hier diese Backsteinhäuser und diese schönen Gärtchen drumherum. Das mag ich ja voll. Ja, wir werden jetzt gleich mal noch ein Frühstück machen. Und ja, hey, 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 Freunde, das am frühen Morgen. Wir sind echt süß zusammen. Der Eddie wird sie vermissen wohl. Unser letztes Camperfrühstück für diesen Urlaub. Ja, die zwei können sich nicht trennen voneinander. Es gibt nochmal Müsli. Gestern hatten wir leckere Brötchen hier aufgebacken von den netten Hofbesitzern. Dazu essen wir einen Vanillejoghurt. Das habe ich gestern auch noch im Hofladen gekauft. Kaffee natürlich. Und das ist das Müsli. Ganz unspektakuläres Knuspermüsli. Ja, Schatz, und ich würde sagen, wir trinken den letzten. Prost. Kaffee. Wie hast du geschlafen? Doch, verhältnismäßig gut. Also im Verhältnis zu der Anzahl der Mücken war es gut, ne? Ja.
Wir hatten nämlich viele heute Nacht, trotz Antibrumm. Wir fangen an zu packen. Ja, das heißt, Körbe so packen, dass sie unter das Auto passen. Alles wieder einklappen. Da sind unsere Wäschebeutel. Ich habe hier die Wäsche, die gröbste Wäsche, da in unserem Spannbetttuch eingepackt. Ja, und so sieht das dann aus. Jetzt wird alles erstmal aus dem Auto raus und später, wenn das Zelt und alles abgebaut ist, dann auch alles wieder ins Auto rein. Die zwei genießen das noch. Genau, ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal beim Aufbauen gezeigt habe. Wir haben ja hier so ein Klappbett und eine Klappmatratze. Und das passt dann alles in den Kofferraum, sodass die Rückbank auch genutzt werden kann, unter anderem auch für den Eddie. Ja, und so haben wir jetzt erstmal zu tun. Wir brauchen immer so eine Stunde ungefähr und dann sind wir abfahrtbereit. Und guckt mal, was im Urlaub fertig geworden ist. Freust du dich? Ja, ich bin gespannt. Der ist super warm. Und ja, den habe ich jetzt, ich glaube, vorgestern fertig gemacht. Richtig cool. Und den werde ich jetzt zu Hause waschen und spannen. Dann kriegt er auch noch ein bisschen Länge und Breite. Also er passt, wir haben schon anprobiert. Aber sehr cool. So, jetzt darfst du ihn zusammenfalten. Und dann kommt er ins Auto. Ja, ich bin echt begeistert von dieser Anleitung. Die war richtig cool. Eddie, soll ich dir auch einen stricken? Und von der Wolle bin ich auch nach wie vor begeistert. Von der Drops Charisma. Schönes Teilchen ist das geworden. Wir sind im Auto. Mein Fahrer und ich, der Hund und unser Gepäck. Wir haben alles wieder eingepackt und ja, jetzt geht die wilde Fahrt wieder nach Hause. Ja, wir werden auf jeden Fall nochmal zu diesem schönen Stellplatz fahren. Es war richtig, richtig, richtig schön. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich glänze. Ja, es war eine tolle Zeit und jetzt ist etwas mehr wie eine Woche Urlaub, zumindest mal außerhalb unseres Zuhauses, vorbei. Und ja, mein Mann hat die Woche noch Urlaub und zu Hause warten natürlich erstmal die Kinder, die Wäsche und ja, ich bin gespannt, was die Woche dann noch so bringt. Während wir jetzt ganz gemütlich über die Straße nach Hause cruisen, dürft ihr euch jetzt die Impressionen von unserem gestrigen Ausflug an den Dümmer See anschauen. Da sind wir nämlich gestern noch gewesen und es ist wirklich ein ganz, ganz wunderschöner Ort. Viel Spaß mit den Videos dabei! Unser Sonntagsausflug führt uns heute zum Dümmer See. Das ist der zweitgrößte See in Norddeutschland und hier gibt es so viele kleine Bötchen und auch Tretbötchen. Ja, das Wetter klart hoffentlich so langsam auf und ja, dann werden wir den Nachmittag hier verbringen. Natürlich jetzt nicht auf dem Segelboot, aber am Wasser. Und ich liebe das ja, ne? So ein bisschen maritimes Feeling. Das ist richtig meins. Voll schön. Wir nehmen euch ein bisschen mit. Hier gibt es auch ein paar coole Läden. So ein Concept Store, da waren wir gerade drin. Der ist echt cool. Und da haben wir was gefunden. Das zeige ich euch gleich mal. Das ist wahrscheinlich das Rätsels Lösung gegen unsere Mücken. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter und gucken, was es hier sonst noch Schönes gibt. Das war auch ein Tipp. Da gehen wir jetzt mal rein in den Hofladen am Dümmer. Also Dümmer ist der Dümmer See. Und da soll es richtig tolles Obst und Gemüse in Bio-Qualität geben. Dein Hofladen. Alles, was du brauchst. Gut, dann hier gibt es auch einen Hofcafé, Schatz. Guck mal. Das ist sehr cool gemacht hier. Mit Hofcafé. Oh, ich liebe das ja, sowas. Das ist so cool. Richtig schön. Cool. Direkt vom Feld. Oh, sowas mag ich echt voll. Richtig schön. Frische Kräuter.
So, ich nehme mir hier mal so ein Körbchen. Und dann werden wir hier mal noch ein bisschen eindecken mit ein paar leckeren Sachen. Hier kann man auch was probieren. Wir haben bei uns ja auch einen Bauernhof. Da bin ich auch immer mal wieder. Die haben auch so schöne Sachen. Der Kuchen, der sieht ja mal richtig gut aus. Ich war fündig geworden und zeige euch gleich mal, was ich gekauft habe. Es ist so süß gemacht hier. Was gibt es denn hier alles? Guck mal, hier gibt es auch einen leckeren Latte Macchiato. Das ist so ein hübsches Ambiente hier. Jetzt bin ich mal gespannt, wie gut der Latte aus dem Hofcafé schmeckt. Also er sieht schon mal sehr gut aus. Und dann habe ich uns diese leckeren Franzbrötchen mitgenommen und noch ein bisschen Gemüse und einen Aufstrich. Bananen und Äpfel. Gemüse, Obst wollte ich sagen. So, Prost auf unseren, ja, eigentlich letzten Urlaubstag. Ich liebe ja Norddeutschland auch wegen diesen schönen alten Höfen und hier diese Reetdachhäuser, die mag ich ja auch voll. Es ist echt so schön hier. Ja, war ein guter Tipp auf jeden Fall. Ist immer gut, wenn irgendwo Wasser ist, dass der Eddie mal trinken kann. Ne? Boah, es ist echt ein riesen See. Ja, am liebsten würdest du jetzt schwimmen, ne? Eddie, mal trinken. Das ist echt riesig groß. Also der größte See in Norddeutschland ist wohl das Steinhuder Meer. Das ist noch größer, da war ich als Kind mal. Und hier der Dümmersee ist aber auch schon echt riesig groß und sehr, sehr schön. Wir hatten den Tipp für so eine richtig coole Beachbar. Wir sind hier direkt am Wasser. Das ist voll cool. Hier können die Kinder im Wasser spielen. Den Eddie lassen wir gleich auch mal noch mal trinken. Das ist so schön mit so einem Mini-Strand. Ich zeige euch gleich mal noch ein bisschen was, wenn wir hier was getrunken haben. Das ist echt cool. Ja, Eddie, richtig schön hier im Sand? Ja? Das ist echt cool gemacht. Hier gibt es noch richtig, richtig coole so Stühle auch. Oh, und wieder rein ins Wasser. Ich gehe auch mal hier mit meinen Füßen rein. Eddie, komm, ins Wasser. Auf. Hier ist ein anderer Hund, der möchte am liebsten spielen. Ha? See so eine coole Bar entdeckt. Bar du Mar. Die ist so cool. Das ist richtig schön. Wir sitzen hier, genießen das. Das ist echt richtig toll. Ich liebe ja solche Sachen. So ein bisschen alternativ, ein bisschen anders. Und hier sind auch echt richtig viele Leute. Guckt mal hier auch mit so einer Schaukel.
ganz viel für die Kinder und ganz viel Sand unter den Füßen. Das ist so cool gemacht. Home. Das Auto ist leer. Jetzt seht ihr auch mal, wie unser Bettgestell aussieht. Das ist dann nämlich nur im Kofferraum und unten drunter haben wir jede Menge Stauraum für unseren ganzen Kram. Ja, und hier an den Seiten haben wir dann auch immer noch so ein bisschen Klimbims. Und ja, jetzt haben wir schon die erste Maschine Wäsche an. Eddie ist auch wieder in seiner Umgebung wohl. Ja, und so sieht das dann aus. Jetzt müssen wir das alles auspacken, verräumen und ja, das machen wir dann jetzt mal. Zwischen den gefühlt 3 Millionen Maschinenwäsche habe ich ja immer eine kleine Pause und ich habe gestern im Urlaub noch diesen schönen Socken angestrickt und da habe ich hier so ein kleines Muster eingearbeitet. Und zwar mache ich hier nach dem Bündchen, das sind 4 cm, 2 rechts, 2 links, 10 Reihen glatt rechts und dann habe ich 3 Reihen in diesem Rapport und zwar habe ich dann 3 rechts, 1 links, 1 Reihe, dann habe ich eine Reihe, 2 rechts, 1 links, 1 rechts, also immer 4 Stück. 4 Maschen dann wiederholen und in der dritten Reihe dann eine rechts, eine links, 2 rechts und das immer wiederholen. Das gibt dann dieses süße, kleine, dezente Muster. Gefällt mir richtig gut. Also ihr seht da diese versetzten linken Maschen. Ja, und das ist ja die Wolle, diese hier, die ich mir im Urlaub gekauft habe. Und die finde ich so schön. Da mache ich mir jetzt, das passt auch zu meinem Farbschema, ein paar Socken für den Herbst. Genau, und gleich gehe ich nochmal Wäsche aufhängen. Also wie gesagt, gefühlt 12 Millionen Maschinenwäsche. Dienstag, der 20. August bei schönstem Sommerwetter. Hier steht schon mal unser Frühstückstablett und Smoothie und überall ist Wäsche. Ich habe alles gewaschen, die Schlafsäcke. Da steht ein Ständer, da oben die Wäschespinne, da hängen auch schon 4 Maschinen. Jetzt läuft, glaube ich, Maschine 7, glaube ich, und dann habe ich noch eine 8. Ja, das ist mein To-Do für heute Morgen. Aber ich werde sicherlich auch noch ein bisschen stricken. Unser Auto muss heute in die Inspektion. Wir müssen noch kurz warten. Und hier gibt es natürlich auch so richtig coole Campingmodelle. Ja, aber die sind halt einfach echt fast unerschwinglich für den Otto-Normalverbraucher. Aber schon echt cool mit so einem Aufklappzelt. Hier ist der California mit so einer, auch mit so einem Heckzelt. Cool. Ist ja fast so wie bei uns. Was wir ja gerne mal hätten, und wir waren auch schon mal in einem drin, das ist der Grand California mit diesem Dach. Das ist so ein, ja, ich sag mal so ein Camper.
praktisch für zwei. Und der ist drin auch richtig cool gemacht. Also hier der hier, der gefällt mir auch gut. Der blau-weiß oder da der graue. Ja, die sind halt einfach, ne? Da bist du fast bei 100.000 Euro in neu. Der ist auch schick. Ja, waren wir auch schon mal drin. Aber ja, das ist im Moment nicht drin. Deswegen mal gucken, vielleicht irgendwann mal. Ja, wenn der Termin heute nicht gewesen wäre, dann wären wir auch noch bis heute geblieben. Einfach noch einen Tag länger. Mein Mann hat ja die Woche noch Urlaub, aber das ging jetzt nicht, weil heute muss das Auto spätestens um 10 hier auf dem Parkplatz sein. Wir sind jetzt mit zwei Autos hingefahren, fahren dann gleich mit einem zurück. Und ja, jedes Mal, wenn wir hier sind, gucken wir uns hier diese coolen Grand California an. Ja, es gibt auch günstigere Wohnmobile, zum Beispiel von Sunlight, haben wir uns auch schon mal was angeguckt. Die sind nicht ganz so teuer, aber es ist trotzdem immer noch, ja, wahnsinnig viel Geld. Und das Problem ist, wir haben zwar ein großes Grundstück, aber wir haben im Prinzip keinen Stellplatz. Deswegen tut es der Caddy erstmal auch. Genau. Ja, mal gucken. Wir fahren jetzt wieder zurück gleich, wenn mein Mann zurückkommt. Und dann mal gucken, ob wir noch irgendwas erledigen. Wäsche habe ich soweit durch. Ich freue mich tatsächlich heute Nachmittag mal auf ein Stündchen Strickzeit und werde mir meine Nägel noch machen. Ja, und jetzt warte ich auf meinen Mann. Dann geht's gleich weiter. Da kommen wir hier aus dem Urlaub zurück. Mein Mann schneidet und bei uns haben sich die Brombeeren breit gemacht. Und die sehen sogar richtig gut aus. Die werde ich jetzt mal pflücken. Dann haben wir ein bisschen was zum Snacken. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Vielleicht oben vom Waldrand. Mal sehen, da unten sind noch rote. Also wir haben sie definitiv nicht gepflanzt. Aber bei uns darf ja auch schon mal etwas wachsen, was nicht gepflanzt wurde. Hier gibt es ja immer was zu tun. Oh, das gibt eine gute Handvoll. Zwischen dem letzten Rest Wäsche habe ich auch ein bisschen an meinem Urlaubserinnerungssocken weiter gestrickt. Und zwar habe ich jetzt viermal diese Musterreihe. 1, 2, 3, 4. Und jetzt stricke ich nochmal 10 Reihen. Wahrscheinlich. Ich gucke mal, wie lang dann der Schaft ist. Und dann werde ich die Ferse machen. Und jetzt gibt es nochmal ein leckeres Käffchen. Wo ist mein Hund, Eddie? Da liegen noch die Reste vom Einkauf. Also hier ist heute ein richtiges Real Life. Hi Eddie, was suchst du? Ich habe eben einen Ball geworfen und der muss jetzt irgendwo da oben im Apfelbaum hängen. Ja, Eddie, beim nächsten Sturm fällt er wieder runter. Wir lassen den Tag mit leckeren Würstchen und einem Radler ausklingen. Und
Eddie, du leckst dir schon die Zunge. Das ist nicht dein Abendessen. Das ist unser Abendessen. Mal wieder was vom Grill. Wir haben ja, wenn wir campen, keinen Grill. Nur einen kleinen Campingkocher. Deswegen freue ich mich jetzt auf eine schöne Grillwurst. Was hast du noch? Lass dich überraschen. Steak? Fleisch. Das sieht gut aus. Wir grillen direkt für morgen schon mit. Oder wir laden noch wen ein. Genau, kommt vorbei, es gibt genug. Der 21. August. Und damit sind wir ja schon wieder dick in der zweiten Augusthälfte. Das ist echt krass, ne? Ja, ich trinke jetzt meinen Kaffee in der Sonne. Die Kinder sind alle ausgeflogen. Die Schule fängt heute wieder an. Mein Mann, der schläft noch. Und ich zeige euch mal, ich muss mal kurz meinen Kaffee abstellen. Ich habe nämlich gestern Abend noch die Ferse gestrickt von dem Strümpfchen. So, ich hoffe, ihr könnt das jetzt gut sehen. Die Sonne, die steht so tief. Genau, die Ferse. Und ich habe jetzt das erste Mal diese Technik mit der zusätzlichen Masche ausprobiert, um einen sauberen Übergang zu kriegen von der Ferse zum Fuß. Und das klappt echt gut. Also ich habe einfach die Masche, den Querfaden aufgenommen zwischen dem Übergang und habe ihn dann verschränkt verstrickt und dann die nächste Masche, zwei Maschen zusammengestrickt, sodass ich wieder auf dieselbe Maschenzahl komme. Und das hat super funktioniert, weil ich habe sonst auch gerne schon mal auf der einen Seite so ein kleines Löchlein und das hat man dann jetzt eben nicht. Also das ist echt cool. Ich glaube, das wäre sonst die Seite, wo man ein Loch hat. Könnt ihr das so erkennen? Und so ist es halt jetzt besser verschlossen. Jetzt mache ich den Fuß. Ich liebe die Farbe und liebe auch das Muster. Liebe Grüße aus dem Auto. Ja, ich warte gerade noch auf meinen Mann. Und dann haben wir heute vor, auf einen Bauernhof, der ist hier in der Nähe, zu fahren. Da kann man einen Kaffee trinken, da kann man Bio-Obst und Gemüse einkaufen und eine nette Zeit verbringen. Das machen wir, denn heute ist unser kirchlicher Hochzeitstag, 25 Jahre, 21. August, haben wir geheiratet, kirchlich. Ja, und darauf trinken wir gleich mal einen schönen Kaffee. Das Wetter ist so semi. Ja, aber das macht nichts. Ich habe ein Strickjäckchen dabei, falls frisch wird. Und Strickzeug. Ich zeig's euch. Ist auch dabei. Hinter mir, aber da sind die Süßen. Ich finde ja Ziegen so goldig. Ich habe gesagt, eigentlich bräuchten wir mal zwei für unseren Garten zum Mähen. Wohl? Süße. Da ist ein cooler Fleck hinten drauf.
Hier ist am Sonntag auch Hoffest, deswegen wird nämlich auch schon was aufgebaut, deswegen auch der Krach. Da ist das Hofcafé, da gehen wir jetzt gleich mal rein. Und das ist ein richtig schönes Gelände, also ein Demeter Biohof. Am Sonntag, wie gesagt, ist hier Hoffest, da werde ich bestimmt auch noch mal herkommen. Das ist echt, als die Kinder klein waren, bin ich hier ganz oft auch gewesen, weil hier kann man nämlich auch verweilen. Die Kinder können hier im Sandkasten spielen. Und da hinten ist der Stall, da gehen wir vielleicht auch gleich noch mal rein. Und hier ist sogar so eine Seniorenwohneinheit. Das ist voll cool gemacht. Und ja, jetzt gibt es erstmal einen leckeren Kaffee. Wir können uns auch draußen hinsetzen. Richtig, also die bauen das hier auch selber an. Das ist echt cool. Ich werde auf jeden Fall ein paar Möhren mitnehmen. Vielleicht auch einen Spitzkohl. Ich esse nämlich total gerne einen Spitzkohlsalat. Schauen wir mal. Hast du was gefunden? Das wäre was zum Campen hier. Guck mal. Gockel-Currywurst. Das könnten wir beim nächsten Mal zum Camping mitnehmen. So klein gehackte Wurst oder was? Ja, das ist das? Currywurst, also Soße, Currysoße. Das nee, ist cool. Ich weiß aber auch was. Ja, das ist ja die Currywurst mit Soße. Cool, das könnten wir mal zum Camping mitnehmen. Was die auch immer leckere haben, sind so verschiedene Müsli-Sorten. Ich habe jetzt da mal eine rausgesucht, Erdbeer-Schoko. Dann haben die auch mal tollen Joghurt, der ist ja richtig lecker. Nudeln, Eier, Käse, Wurst und Möhren und Spitzkohl sind am Start. Ja, ist immer schön. Ich mag das hier einkaufen. Wow, heute ist ganz schöner Wind. Das ist richtig cool gemacht hier. Das ist eine Zeichnung von dem Hof hier. Und das hat alles mal angefangen mit so einem ganz kleinen, einfachen Bauernhof und mittlerweile ist es echt ein richtiges großes Ding, aber richtig schön noch. So, und jetzt gucken wir mal. Ich glaube, die Tiere sind alle auf der Weide. Hier riecht's gut. Ja, die haben ja Bio-Kühe, das heißt, die sind auf der Weide auch. Nur da hinten, da steht einer. Ich nehme an, das ist hier der Zuchtbulle. Ja, hier ist richtige Landluft. Normalerweise haben die auch Schweine, aber irgendwie ist hier gerade gar nichts los. Wir gehen jetzt hier noch eine Runde spazieren und es gibt noch ein paar Rest-Sonnenblumen, die hier noch blühen. So schön, ich liebe Sonnenblumen, guckt mal. Richtig schön. Das Wetter ist auch richtig schön geworden. Heute ist eine richtig schöne Luft zum Spazieren gehen. Wir sind wieder zurück. Hi Eddie, hast du gut gewartet? Ja, wir haben ihn nicht mitgenommen, weil in dem Café, da darf nämlich kein Hund rein. Aber wir haben dem Eddie eine Möhre mitgebracht. Eine Bio-Möhre. So, okay. Dann lauf. Ein Bio-Knochen. Ein vegetarischer Bio-Knochen. Ja, hier trocknet die... Ja, Wäsche kann man nicht sagen. Es sind die Hundehandtücher. Die wasche ich ab und zu mal durch. Jetzt werde ich hier mal abwischen. Und dann können wir den Nachmittag im Garten verbringen.
Schmeckt's, Eddie? Ja, ist die Möhre gut? Knack, knack. Oh, die ist gut, ne? Oh, und weißt du was, Eddie, auf dem Birkenhof? Da war ein kleiner, 11 Wochen alter Labbi in hell, der sah so aus wie du in klein. Der war süß. Der hieß Oskar. Der Eddie hält das immer so süß fest mit seinen Vorderpfoten, ne? Oh, so was Vegetarisches, der Eddie liebt Möhren. Die schmecken aber auch besonders gut, ne? Die haben ein ganz anderes Aroma. Ich habe mal noch mein neu angeschlagenes Projekt rausgeholt, den Novize Cardigan Mohair Edition. Den hatte ich ja noch vor dem Urlaub angeschlagen und ich habe jetzt gerade mal, ja, ich glaube 2 Reihen drüber gestrickt, habe allerdings die Nadel nochmal gewechselt, weil ich hatte eine Nadel, die fast die Farbe von der Wolle hatte und dann sah ich die Maschen nicht. Und ich zeige euch nochmal, sie ist mir nämlich runtergefallen, die Anleitung, das ist diese hier von Petit Knit. Jetzt geht hier die Sonne weg. Der Novize Cardigan Mohair Edition. Und es ist eine einfache Anleitung laut der Webseite. Das ist übrigens Eddie, der soll eigentlich noch fegen. Aber der hat keine Lust. Also muss ich das, glaube ich, gleich noch machen. Ja, und passt auf jeden Fall super zu meinem Kleid, Farbschema. Und ich finde, das riecht auch schon ein kleines bisschen nach Herbst. Und ich habe hier die Drops Kitzig in der Farbe, ja, ich würde sagen Mandel. Ich kann euch die Farbnummer nochmal zeigen, wenn ich die rausgesucht habe. Aber auf jeden Fall ist das so ein richtig schönes, flauschiges Hellbraun. Ja, und da mache ich jetzt mal noch ein bisschen weiter. Das ist jetzt das Bündchen. Die mache ich jetzt noch, ja, vielleicht so 2, 3 Reihen. Und dann kommen die Zunahmen. Das wird meine. Schön, gell? Ich finde die Farbe echt schön. Und ich, die Maschenprobe hat bei mir nicht ganz gestimmt, deswegen bin ich eine Nadelstärke höher gegangen. Eigentlich 3,5 Nadel beim Bündchen. Ich habe jetzt 4. Ich stricke allerdings auch recht fest. Und ja, das ist jetzt mein Strick für mich, für den Herbst. Mein Strickkörbchen und ich, wir sind rein, denn die Meute hat Hunger und ich mache jetzt einen leckeren Nudelauflauf mit Spitzpaprika, ein paar Resten von Würstchen und ich mache jetzt eine Soße, da kommen die Eier rein, also nicht alle, aber ein Teil von denen, die wir heute gekauft haben. Da habe ich jetzt Milch drin, saure Sahne, aktuell 4 Eier, vielleicht mache ich auch noch eins rein, Salz, Pfeffer und noch ein bisschen Gewürz, wahrscheinlich auch Curry. Ja, hier kochen die Nudeln 1 Kilo. Wir sind ja viele Leute. Dampf. Und hier ist die Auflaufform, die fette ich jetzt noch ein. Ja, und dann kommt das gleich noch in den Ofen. Hier ist mein Käse und der Eddie, dem hebe ich immer ein kleines Stückchen Käse auf. Das kriegt er dann nachher. Der soll ja auch nicht leben wie ein Hund. Ja, dann let's cook. So sieht das jetzt aus. Die Nudeln, das Fleisch bzw. die Würstchen, Paprika gemischt und 500 Gramm geriebenen Käse bzw. geraspelter Käse. Das muss jetzt noch da oben drauf. Viel Käse hilft viel. So, das verteile ich jetzt noch. Und dann braucht er ja gar nicht so lange in den Ofen. Ich würde mal sagen so 20, 25 Minuten, weil die Nudeln sind ja schon gekocht. Ja, dann haben wir die geballte Ladung leckeren Nudelauflauf. Wir lieben übrigens, Werbung selbst gekauft, Kräuterlinge, Gartenkräuter. Die kommen überall drauf. Ab in den Ofen bei 200 Grad. Es hat in der Sterneküche geklingelt
Und das sieht gut aus. Ich liebe ja Auflauf. Und jetzt heute, wo es nicht so warm war, hatte ich da auch wieder richtig Lust drauf. Weil wenn es so heiß ist, dann bleibt bei mir der Backofen aus. Da habe ich keine Lust auf zusätzliche Hitze in meiner Küche. Und ja, schön goldgelb gebacken. Und wir können essen um 18.46 Uhr. Es ist 9:15 Uhr. Eddie schläft so süß. Der hat da sein Plätzchen. Tief und fest schläft er. Ja, ich sitze hier an meinem neuen Projekt. Und zwar, das wird ja der Novize-Cardigan, habe ich euch ja schon gezeigt. Jetzt bin ich gerade, das Bündchen ist fertig, bei den Zunahmen. Und das hält jetzt gerade ein bisschen auf, weil das nämlich in dieser Reihe sehr viele Zunahmen sind. Ja, und da mache ich jetzt noch ein bisschen weiter. Und dann sagen wir bis morgen früh. Donnerstag, der 22. August und ich bin noch drin, weil draußen ist es echt richtig frisch. Der Eddie ist auch noch im Chill-Schlaf-Modus, der hat noch keine richtige Lust. Deswegen sitze ich hier und habe schon eine Reihe gestrickt. Ich bin bisher total begeistert von dieser coolen Anleitung und auch von der Wolle und habe hier noch meinen Kaffee, Hello New Day, so könnt ihr es sehen. Ich liebe diese Tassen und das Coole war im Urlaub, die uns da zum Kaffee eingeladen haben, wo wir zuletzt gestanden haben, die hatten auch diese Tassen, die hatte sowieso genau meinen Geschmack. Und ja, also die Anleitung ist echt easy. Ich komme super gut zurecht, wie eigentlich immer mit Petit Knit Anleitungen, deswegen mag ich die auch. Ich weiß, dass ganz viele die hoch und runter stricken und das hat auch echt seine Berechtigung, weil die Anleitung ist so schön detailliert. Mir gefällt auch schon echt das Maschenbild. Ich habe mich ja für eine Nadelstärke größer entschieden, weil ich relativ fest stricke. Also das Bündchen habe ich mit 4, jetzt stricke ich mit 4,5 Nadeln. Und ich stricke auch wieder mit diesen schönen Rosenholznadeln. Die habe ich euch auch schon mal verlinkt in einem anderen Video. Ich kann euch aber noch mal die, hier stehen überall meine Täschchen, die ich noch mal wegsortieren muss, mit diesen hier, mit den Symphony Rose von, ich glaube auch Petit Knit, von Knit Pro, nicht Petit Knit. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die aufkriege. Ich habe die euch aber schon mal gezeigt. So sehen die aus und ich habe die euch auch, glaube ich, schon mal verlinkt. Die sind echt richtig toll und da ich ja hier eine, ja, so eine braune Wolle habe und wenn ich dann die gleiche Farbe an Nadeln habe, dann sehe ich die Maschen nicht. Deswegen bin ich froh, dass ich die dunklen habe. Genau, und die sind echt prima. Also da habe ich mir echt einen großen Gefallen mitgetan.
Die habe ich mir letztes Jahr irgendwann mal gekauft und die nutze ich echt super, super gerne. Ja, jetzt kommt die Sonne raus, richtig schön. Und es wird wieder ein schöner Tag. Und ich werde bestimmt die eine oder andere Reihe stricken, auch an meinen Socken. Ich finde das ja generell total cool, von oben runter zu stricken. Also hier oben, das liegt dann am Hals, das Bündchen. Mein Mann fragte gestern so, wie wird das eine Strickjacke? Ich sage, warte mal ab. Genau, ich zeige euch nochmal, welche Wolle das ist. Das ist die Drops Kitzig Unicolor in dieser Farbe hier, 42. Ich würde sie als Mandel bezeichnen oder Camel oder Karamell, wie auch immer. Auf jeden Fall finde ich, ist das eine Farbe, die bei mir einfach super gut in meine Klamotten passt und in mein Farbschema. Passt auch hier zu dem Kleid. Das sind ja meine Sommerkleider. Da habe ich tatsächlich, ich glaube, 3 Stück von der gleichen Sorte und noch ein paar andere. Die liebe ich halt voll. Und ja, jetzt mache ich da mal ein bisschen weiter. Liebe Grüße aus der Küche. Ich glaube, das Wasser reicht. Ich werde jetzt den Pulli von meinem Mann baden. Und erst habe ich überlegt, das in einem Eimer zu machen. Dann dachte ich, ach nö, das passt hier auch in der Spüle. Ich hatte hier übrigens noch von irgendeiner Bestellung mal so eine Probe. Oder ich glaube, ich weiß gar nicht. Irgendwo habe ich es her auf jeden Fall. Wolferschmittel mit Lavendel, das riecht richtig gut. Euzalan. Ja, das reicht dann für eine Wäsche. Und tadadada, der darf jetzt baden. Nebenher kochen noch ein paar Eier. Das sind die Geräusche im Hintergrund. Und ich glaube, ein bisschen Wasser brauche ich noch, weil das Wetter ist heute richtig gut und dann kann ich den nämlich schön draußen auf dem Wäscheständer ausbreiten. Und ich hoffe, der gewinnt noch ein bisschen an Länge und Weite. Ich glaube, ich hätte auch hier mit einer Nadelstärke größer stricken können. Ich habe das gemacht wie in der Anleitung. So, und jetzt glaube ich, reicht's. Das duftet echt richtig gut. Und ja, den lasse ich da jetzt, während wir frühstücken, einfach ein bisschen drin baden. Deswegen koche ich nämlich auch die Eier, weil ich jetzt gleich mit meinem Mann schön frühstücke. Die Kinder sind alle aus dem Haus. Und ja, heute steht auch noch ein bisschen Gartenarbeit auf dem Programm. Ich warte auf meine neue Gartenschere. Unsere ist nämlich kaputt. Dann kann ich heute Nachmittag noch ein bisschen was schneiden und zwischendurch was stricken. Ja, und wenn dann der Pulli fertig ist, das wird dann wahrscheinlich im nächsten Video sein, dann versuche ich auch mal meinen Mann dazu zu bringen, dass wir ein Tragevideo machen. Ja, also, ich bin gespannt auf das Ergebnis. Guck, guck. Ihr steht jetzt quasi in meinen Küchenutensilien. Das ist ein perfekter Halter. Eier sind fertig, die sind vom Bauernhof von gestern. Und also gestern fand ich die schon richtig prima beim Auflauf. Also richtig schöne, große, kräftige Bio-Eier von freilaufenden Bauern. Ja, und jetzt kommt mein Mann, ich habe ihn gerade schon gehört und dann werden wir lecker frühstücken. Ich habe nämlich gestern dieses wahnsinnig leckere Brot bei diesem Bauernhof gekauft. Das ist so ein Dinkelvollkornbrot. Im Herbst, Winter backe ich auch gerne selber schon mal Brot. Das mache ich auch bestimmt nochmal. Jetzt ärgere ich mich im Nachhinein ein bisschen, dass ich da keine Körner gekauft habe. Ist ein guter Grund, nochmal hinzufahren, wahrscheinlich am Sonntag, wenn Hoffest ist. Da ist nämlich auch der Hofladen auf und da kaufe ich gerne auch schon mal Körner. Die haben Bio-Weizen, Bio-Roggen, Bio-Dinkel. Und da kommt mein Mann. Guten Morgen. Dein Pulli badet schon. Willst du gucken? Guck mal. Ey, guck mal. Was war das denn? Dein Pulli, der badet schon. Guck mal. Der badet schon? Ja. Mit Lavendel. Ist fertig. Wir frühstücken jetzt. Heute ist auch wieder so ein Wetter zum Sonneernten, Stromernten. Ja, und ich habe hier was in die Sonne gestellt. Tada! Ich habe noch keine Spannmatten. Ich glaube, die werde ich mir zum Geburtstag wünschen. Ich habe mir schon welche rausgesucht und habe jetzt hier den Wäscheständer aufgestellt mit dem frisch gebadeten Enkers-Sweater. Und ich habe ihn ein bisschen mit der Hand gespannt, was ich so spannen kann. Und der darf jetzt hier trocknen.
in der Sonne. Ich habe da ein Handtuch drunter gelegt, damit sich die, ja, die Nässe so ein bisschen einsaugen kann. Da ist der Eddie. Der hat sich schon so einen Halbschattenplatz gesucht. Ja, und zwischendurch muss ich hier unten immer mal ein bisschen Wasser ausdrücken. Ich weiß nicht, ob da jetzt auch was rauskommt. Ein bisschen. Und dann wieder ein bisschen in Form ziehen. Ja, ich denke mal, wenn der so einen ganzen Tag jetzt draußen war, später werde ich ihn mal wenden. Dann trocknet der sicherlich gut und dann kann mein Mann den im Herbst schön anziehen. Oh, der ist so cool. Also wenn der ja dann trocken ist und er ihn anzieht, dann werde ich es euch auf jeden Fall zeigen. Ich finde auch hier oben diese Rundpasse mit diesem eins rechts, eins links und mit dieser Zwischenrunde so schön gemacht. Das gibt es ja auch in verschiedenen anderen Versionen noch als Enkas Top und Enkas Bluse, glaube ich, auch für Frauen. Also ein ganz tolles Design, finde ich. Richtig gelungen. Ja, ich werde jetzt ein bisschen noch im Garten sein. Habe hier auch schon mein Strickkörbchen, denn ich warte noch auf den DPD, der mir hoffentlich heute meine Gartenschere bringt. Denn hier muss so das ein oder andere geschnitten werden. Da kommt mein Mann vom Einkaufen und hat Hundefutter gekauft. Ha? Deswegen schlawenzelt so da rum. Guckt mal. Und bei mir ist gerade meine Schere eingetroffen. Oh, was hast du denn da? Das ist aber nicht nur Hundefutter. Blümchen. Für mich. Ui. Dankeschön. Die sind aber hübsch. Rosen. Danke. Ist die richtige Garten-Action. Ihr hört, mein Mann ist auch mit der Heckenschere zugange. Hier habe ich schon geschnitten mit meiner neuen Schere. Und der Pulli ist ja fast trocken. Und ja, der ist richtig schön. Auch das Maschenbild ist richtig schön geworden. Richtig schön gleichmäßig. Und es war es ja eigentlich auch vorher schon. Ja, also. Das war ein richtig tolles Projekt und ich war richtig happy, als ich das von den Nadeln habe hüpfen lassen. Und ja, es wird mich jetzt auch immer an den Campingurlaub erinnern. Eddie chillt. Wolf? Du süße Nase. Kuckuck. Es ist Donnerstagabend. Wenn ihr die Glocken hören könnt. Es ist 7 Uhr. Ich sitze auf dem Parkplatz der Turnhalle und stricke. Ich warte jetzt auf meine Tochter, ist noch ein bisschen hin und habe gerade noch was eingekauft. Und jetzt sitze ich hier im Auto, Wetter ist ja schön, und lasse mir ein bisschen Wind durch das offene Fenster um die Nase wehen. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart bei meinem aktuellen Video, das ich hiermit dann auch beende. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es war ja ein bunter Mix aus noch ein bisschen Urlaub, ein bisschen Urlaub zu Hause, ein bisschen Stricken, Ausflug und ja, der bunte Mix, ihr kennt ihn schon. Ihr dürft mir auch gerne, wenn ihr es noch nicht tut, auf Instagram folgen. Da gibt es auch jeden Tag so ein kleines Update von mir. Und ich stelle das euch hier unten rein. Könnt ihr mir gerne folgen, die Dani Loves. Und ja, falls ihr mich noch nicht abonniert habt und euch meine Videos gut gefallen, freue ich mich natürlich super gerne, super dolle über einen Daumen nach oben, über euer Abo, denn das hilft mir tatsächlich sehr. Ja, ich stricke jetzt hier noch eine Runde und ja, wünsche euch eine gute Zeit. Habt ganz viel Spaß, vor allem ein schönes Wochenende, falls ihr das jetzt auch am Freitag, wo es ja wieder online geht, guckt.
Danke auch für eure vielen lieben Kommentare bei meinen letzten Videos. Ich freue mich immer super, super dolle und antworte super gerne. Ihr dürft auch gerne die Videos oder das Video von mir teilen, damit noch mehr Menschen auf meinen Kanal aufmerksam werden. Ja, das würde mich super dolle freuen. Ich wünsche euch, wie gesagt, eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!